Ja, ich danke recht herzlich für diese sehr interessante Debatte. Ich habe gelernt, die meisten Redner haben sich unseren Antrag nicht durchgelesen. Das ist sehr bedauerlich. Ich fange mal vorne an. Herr Kubicki, Ihr Beitrag war ja im Großen und Ganzen ganz interessant, aber am Ende haben Sie dann leider eine ganz falsche Kurve genommen, nämlich gesagt, wir würden einen Schönwetterantrag stellen. Nein, tun wir nicht. Wir wollen nur, dass alle Potenziale, die wir in Brandenburg haben, das ist ein Potenzial, das wird nicht erlöschen, weil wir gehen alle auf Toilette, sage ich mal, und auch weiterhin und langfristig, wollen, dass das rechtzeitig aufgenommen wird, die Weichen richtig gestellt werden. Und wenn wir in diesem Jahr noch zur Diskussion unserer neuen Energiestrategie fürs Land Brandenburg kommen, soll das einfließen. Und deswegen ist es nicht nur richtig, sondern notwendig und angemessen, diese Potenziale vorab zu untersuchen, damit das einfließen kann. Frau Dr. Ludwig, wir haben keinen Antrag geschrieben, um den Klärschlamm irgendwie zu verwerten. Das ist ein Nebeneffekt. Wir haben klar gesagt, es geht darum, aus dem Klärschlamm, aus dem Abwasser heraus Biogas zu nutzen und nicht nur Klärgas. Und haben dann gesagt, das ist der erste Schritt. Ich kann Biogas verbrennen, da kann ich mit Blockheizkraftwerken, wurde eben von Herrn Professor Steinbach angesprochen, Strom gewinnen und noch Wärme nebenbei. Dann kommt der zweite Schritt der Wärmeverteilung. Ich hatte in meiner Rede extra gesagt, dass es sich nicht nur um Wohngebiete handelt, weil die sind oftmals weiter weg, das ist richtig, aber auch um Gewerbegebiete und die sind oftmals direkt an der Kläranlage dran. Ich kenne da ein paar von. So, das ist der zweite Schritt. Dritter Schritt, das war dann die Verbrennung von Klärschlamm. Da sagen Sie, das sei schwierig. Ja, dafür haben wir die Sache mit der Phosphorrückgewinnung erschlossen, sodass man das zusätzlich vielleicht sogar noch on top sozusagen als Sahnehäubchen als dritten Punkt auch noch nutzen kann. Und tut mir leid, wie man sich gegen drei verschiedene Möglichkeiten, Energie zu nutzen, aus einem Prozess, der ohnehin vorhanden ist, wehren kann, wenn man andererseits behauptet, man will langfristig mit erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf decken. Die Diskussion hatten wir heute Vormittag. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann haben Sie auch noch gesagt, wir hätten in der kleinen Anfrage gesehen, dass die Landesregierung eine Anlage, nämlich die in Wünsdorf mit 4,2 kW, nicht gesehen hätte. Das ist also so ein bisschen falsch. Die Landesregierung hat das Thema offensichtlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, denn es gibt über ein Dutzend Anlagen in Brandenburg. Da müssen wir nicht nach Thüringen und in die Niederlande oder sonst wo gucken, die auch durchaus eine ordentliche Leistung haben. Ich glaube, Wünsdorf ist die größte. Also da ist offensichtlich, wie soll ich sagen, eine Fehlstelle, ein weißer Fleck bei Ihnen in der Koalitionsfraktion, auch bei der Landesregierung. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das jetzt untersuchen. Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein, danke, im Moment nicht. Herr Rostock kommt gleich noch dran bei mir in der Rede. So, Herr Domris, grundsätzlich gut. Wir würden der Überweisung in den ALUG zustimmen. Wir würden es aber gut finden, wenn wir das auch im AWAE beraten können, weil es geht ja um Energie. Es soll ja nicht nur um die Klärschlammverwertung gehen. Und Herr Rostock. Also ich bin echt beeindruckt von Ihrer Rede. Tiefgründig, voller Inhalte, strotzen vor Zahlen und Informationen, schlicht nichts davon. Sie haben eigentlich nur ein Argument, nein, zwei Punkte haben Sie gehabt. Sie haben gesagt, brauchen wir noch mal Gutachtenuntersuchungen? Ich habe keine Gutachtenuntersuchungen gefordert, sondern wir fordern nur, dass im Vorfeld der Energiestrategie des Landes Brandenburgs das untersucht wird. Das fordern Sie sonst übrigens permanent. Nur hier plötzlich soll das nicht gehen. Und wir haben auch keine neuen Förderprogramme gefordert. Wir haben nur gesagt, RENPlus wurde schon einmal verlängert. Das soll jetzt noch mal neu aufgesetzt werden, damit wir das berücksichtigen können. Abschließender Satz. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu der Abgeordneten Frau Dr. Ludwig. Nein, danke. Abschließender Satz. Was ist aus den Grünen geworden? Geschäftsbesorger von Enertrag oder der Windenergie oder doch noch an ihren Wurzeln, dass sie auch andere Energien aus nachwachsenden Quellen und erneuerbaren Energien nutzen werden? Denken Sie mal drüber nach. Danke.